Mein Name ist Ulrike Zuwall und das ist Zeichensetzung. Heute möchte ich Ihnen den Roman von Sadie Smith vorstellen, White Teeth, der auf Deutsch erschienen ist unter dem Titel Zähne zeigen. Sadie Smith ist eine englische Autorin, die am 27. Oktober 1975 geboren wurde in London. Mutter ist eine Jamaikanerin, die 1969 nach England kam und dort einen weißen Engländer, der wohl sehr viel älter war als sie, geheiratet hat. Sadie Smith hat viele Geschwister, einen Halbbruder, eine Halbschwester und zwei jüngere Brüder, von denen einer ein bekannter englischer Rapper ist, Doc Brown, auch ein Stand-up-Comedian. Die Eltern haben sich getrennt, als Sadie Smith ein Teenager war. Sie hat dann in Cambridge studiert, am renommierten King's College, englische Literatur. Sie hat ihren Lebensunterhalt bestritten als Jazzsängerin und wollte Journalistin werden. Sadie Smith hat schon als Studentin Short Stories geschrieben und ein Verleger erkannte ihre Begabung und hat ihr nach der Verfertigung des ersten Kapitels zu White Teeth einen Vertrag angeboten mit einem, wie es heißt, horrenden Vorschusshonorar, der dann tatsächlich zur Fertigstellung dieses Buches geführt hat, das 2000 erschienen ist und im selben Jahr übersetzt wurde ins Deutsche von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Sadie Smith hat dann noch sehr, sehr viele weitere Romane geschrieben. Ich nenne ein paar. 2002 The Autograph Man, 2005 On Beauty, 2012 N.W. Northwest, 2016 Swing Tune, 2019 The Fraud, der Betrug. Sie hat Erzählungen geschrieben und nicht fiktionale Literatur, zum Beispiel Essays über die Schauspielerin Catherine Hepburn, aber auch über Franz Kafka, Eminem, Greta Garbo und. Und sie hat unzählige viele Preise bekommen. Ich nenne nur zwei nicht englische Preise. 2016 den Literaturpreis der Zeitschrift Die Welt und 2018 den österreichischen Staatspreis für europäische Literatur. Ich zähle Ihnen jetzt die Preise auf, die Sadie Smith für den Roman White Teeth bekommen hat. Allein im Erscheinungsjahr des Buches 2000 fünf renommierte Preise. Den Emma-Preis, Ethnic and Multicultural Median Award for Best Book, den Emma-Preis, Prize for Best Female Media Newcomer, den Preis der Zeitschrift Guardian First Book Award, den James Tate Black Memorial Prize for Fiction, den Whitbread Prize für First Novel Award. 2001 hat sie den Commonwealth Writers Prize für das Best First Book bekommen für diesen Roman. Im selben Jahr den W.H. Smith Award for Best New Talent. Das Time Magazine hat das Buch in die Liste der 100 besten englischen Romane aufgenommen seit 1923 und 2015 kam es in die BBC-Auswahl der besten 20 Romane, die zwischen 2000 und 2014 erschienen sind. Sie haben gesagt, White Teeth sei einer der bislang bedeutendsten Werke des 21. Jahrhunderts. Und das bei einem Roman, der sehr, sehr lustig und sehr komisch ist, diesen britischen Humor zeigt, wie ich ihn über alles liebe. Worum geht's in diesem Roman? Ich erzähle Ihnen ganz kurz den Plot der Geschichte, der ausufernd ist und viele, viele Nebenlinien hat, aber den Hauptplot erzähle ich Ihnen. Es geht im Kern um zwei, drei Familien, die in Wilston leben, im Nord,
Westen Londons in einem Stadtteil, das Multikulti ist. Und das ist zum einen die Familie von Archibald Jones, der eine Jamaikanerin geheiratet hat, namens Clara. Die Mutter von Clara ist eine passionierte Zeugin Jehovas. Und aus dieser Eheschließung zwischen Archie und Clara kommt eine Tochter namens Irie. Die zweite Familie ist die Familie Iqbal, um den Samad Iqbal, der wie seine Frau Alsana aus Bangladesch stammt und sich in England niedergelassen hat, und deren Zwillinge Majid und Milad. Und die ganze Handlung spielt das Leben einer Multikulti-Gesellschaft in einem Stadtteil Londons wieder, das durchmischt ist von vielen, vielen Kulturen und vielen, vielen Menschen. Die Schwierigkeit zum Beispiel der Familie von Iqbal ist, ihre Identität zu bewahren in einem englischen Land. Und das bringt vor allem den Vater Samad immer wieder in Schwierigkeiten, der festhalten will an einer muslimischen Identität und der mit seinen Kindern, die in englischen Schulen aufwachsen, Schwierigkeiten hat. Und er beschließt, einen seiner beiden Söhne, zu mir reicht das Geld nicht, nach Bangladesch zu schicken, damit er dort eine gute muslimische Ausbildung erfahren kann. Das ist Majid. Und der andere Sohn von ihm, der Milad, bleibt in England und entwickelt sich als Womanizer. Er legt eigentlich fast alle Mädchen seiner Schule flach. Das Verrückte ist nun, dass Majid, der in Bangladesch aufwächst und zur Schule geht, als Prototyp des Oxforder Engländers zurückkommt mit Anzug und Krawatte, und Milad eben sich zum einen zum Womanizer entwickelt und zum anderen immer mehr zu islamischen Fundamentalisten hin tendiert. Also eine Entwicklung, die genau zum Gegenteil führt als das, was Samad Iqbal beabsichtigt hat. Irie, die Tochter von Archie und Clara, verliebt sich in diesen draufgängerischen Mila zum Beispiel und hängt an den beiden Brüdern und wird sie durch die Schule und auch weiterhin in ihrem Leben immer wieder begleiten. Hinzu kommt nun eine dritte Mittelstandsfamilie, die Chaufens mit dem jüdischen Akademiker aus der Mittelschicht, Marcus, der Genforscher ist, und seiner Frau Joyce und deren Sohn Joshua. Und das Schicksal will es, dass sich die Chaufens, der Marcus und die Joyce in die Kinder der Iqbals verlieben. Marcus findet großes Gefallen an diesem Oxford-Engländer Majid, und Joyce verliebt sich in den Womanizer Milad. Die Mütter von Majid und Milad und auch von Irie, die auch immer in diesem Haus verkehrt, werden eifersüchtig. Schließlich zieht Irie aus und zieht zu ihrer Großmutter Hortense, einer Jamaikanerin, die eben überzeugte Zeugin Jehovas ist und glaubt, dass das Weltenende unmittelbar bevorsteht. Und nun kulminiert das Ganze im Zusammentreffen aller beteiligten Personen am Silvesterabend 1992, als der Genforscher Marcus Chaufen seine Future-Maus vorstellt, die so programmiert ist, dass sie genau in 7 Jahren zur Millenniumswende sterben wird. An diesem Abend kommen zusammen die Immigranten aus Bangladesch,
die Menschen aus Jamaika, mehrere Zeugen Jehovas, Tierschützer, Humangenetiker, ein Nazi, islamistische Fundamentalisten und. Alle möglichen Kulturen, die in diesem Stadtteil Wilston leben, kommen dahin und wollen sehen, was mit dieser Future Maus passiert. Und es endet furios. Ich will das Ende überhaupt nicht vorwegnehmen. Sie müssen das Buch selbst lesen, was ich liebe. Das ist ein Buch, was ich wirklich liebe. Ich habe es vor Jahren gelesen und zur Vorbereitung wollte ich, wie gesagt, auch wie bei der Toni Morrison es nur durchblättern. Ich konnte nicht. Ich habe so laut lachen müssen, gleich von Anfang an, dass ich das Buch von hinten bis vorn wieder erneut durchgelesen habe. Sadie Smith hat überragende Rezensionen für dieses Buch bekommen. Sie ist ein Shootingstar der Literatur, der englischen Literatur, durch dieses Buch geworden. Hochgelobt. Eine leichte Kritik hat es gegeben, weil man gesagt hat, sie hätte gewisse komische Zeichnungen der Romanfiguren etwas überdehnt. Okay, man kann überall ein Haar in der Suppe finden, aber es ist von allen als warmherzig und humorvoll beschrieben worden. New York Times hat gesagt, es sei geistreich, spritzig, weise. Die FAZ hat es sogar mit Thomas Manns Romanen verglichen, hat von der großen Souveränität der Autorin gesprochen, das sei eine anspruchsvolle Lektüre. Und die Zeit hat gesagt, das ist ein Klassiker von morgen. Ich liebe dieses Buch, weil es so diesen britischen Humor, dieses Ernstnehmen, Sachen ernst nehmen, aber doch darüber lachen können, sich selbst ironisieren. Das zeigt dieser Roman auf berückende Art und Weise. Es zeigt die Perspektiven von Menschen, die aus den ehemaligen englischen Kolonien nach England kommen, dort Probleme bekommen und viele andere Personengruppen, die nach ihrer Identität suchen und sich versuchen abzugrenzen vom englischen Mainstream-Leben der Weißen. Es ist voller Verständnis geschrieben, auch für die eben gerade für die Bürger muslimischen Glaubens, die es ja auch wirklich schwer haben in unserer westlichen Welt, bis hin zu einem gewissen Verständnis auch für Fanatisierungen, die in dieser Gruppe zutage treten. Sadie Smith erzählt so komisch von den Problemen, die sich durch das Zusammenleben von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen ergeben, von den Missverständnissen, es sind so viele komische Situationen, die sie beschreibt, dass man aus dem Lachen nicht mehr rauskommt. Und sie beschreibt dann dennoch sehr ernsthaft und sehr, wie gesagt eben auch sehr weise, wie Menschen auf der Suche sind nach ihrer Identität, wie sie sich versuchen abzugrenzen, gegenüber anderen Personengruppen, zum Beispiel eben die Iqbals, aber auch Majid, der in Bangladesch wieder ein typischer Engländer wird, ein Oxford-Engländer mit Anzug und Krawatte. Und noch darüber hinaus die Versuche, sich zu verorten in ethnischen Gruppen, in ethischen Gruppen, zum Beispiel eben Tierschutz, in religiösen Bewegungen, die alle ihre Eigenarten haben. Ich kann Ihnen dieses Buch nur empfehlen. Ich hatte eine Studentin, die es überhaupt nicht gemocht hat, die es sehr abgelehnt hat. Ich weiß eigentlich nicht so recht, warum. Ich finde dieses Buch absolut empfehlenswert. Und ich empfehle es Ihnen, ich finde es so empfehlenswert, dass ich mich ausnahmsweise dazu entschlossen habe, einen größeren Abschnitt aus diesem Buch Ihnen vorzulesen. Das will ich aber freilich in einem von diesem Video getrennten Video machen, das Sie dann auch heute abrufen können.
Sadie Smith, White Teeth.